Hallihallo, hallöle! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Survival Martin im Survival-Selbstversuch. Ich befinde mich hier fernab jeglicher Zivilisation am Polarkreis 18 und es ist mies kalt. Es sind minus 9 Grad und die Sonne scheint zwar, aber durch die Sonne wird es nicht besser. Ganz wichtig bei so einer Situation, ich meine nicht Sonnenbrille, sonst bekommst du Sonnenbrand auf die Netzhaut. So, sieht nicht schön aus, hilft aber hervorragend. Plan? Unterkunft zur Nacht finden. Also ich habe versucht mir zu überlegen, ein Iglo zu bauen, aber ein Iglo bei dem Pulverschnee kannst du knicken. Das dauert ewig und wenn du nicht gerade eine Schneeverwehung hast und die nicht gerade findest, dann hast du Probleme. Aber jetzt guckst du. Bäume sehen schon fast aus wie ein Iglo, die sehen aus wie Zelte und ich werde jetzt mal versuchen, mich da in so einen Baum reinzuschlagen und dann mal gucken, ob man da drinnen pennen kann. Ja? Also wünsche mir Glück. Wie man sieht, schon einen Meter weg. Noch einen Meter weg. Okay, jetzt wird's heikel. Man muss natürlich aufpassen, so ein Ding wiegt natürlich auch was. Wenn da oben so eine Bimmelbommel abfällt und die auf den Kopf fällt, kann es zu schmerzhaften Kopfverletzungen führen. Aber ich werde jetzt mit dem Kopf voran in diesen Untergrund hier abtauchen. Tschüss! Alter Verwalter! Survival Martin ist weg! Wie man sehr nicht gut sehen kann, nur noch der Kopf und jetzt bin ich weg. Hier drunter hat sich mehr oder weniger quasi ein richtiges Iglo sich gebaut. Mutter Natur war natürlich echt gut. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal die Kamera ab. Es ist echt besser, als man immer glaubt. Oh, jetzt bestickt die Kamera, weil es hier drinnen gleich ein bisschen wärmer wird. Wie man sich sicher sehen kann, Füße locker ausgebreitet, sicher reingelegt. Und schon hast du dein natürliches Iglo. Wenn du natürlich denkst, okay, ja, ein, zwei Lücken noch füllen, kein Problem. Nimmst du dir ein bisschen Schnee oder ein paar Eisbrocken, packst die an die Seite, da wo es durchzieht, perfekt. Und ich sag mal, so ein Zelt mit so einem Ausblick hat man echt selten. So, ich gebe mal wieder weiter ab an den Kameramann, der da draußen schon sehnsüchtig wartet. Okay, die Sonnenbrille kann ich, glaube ich, einpacken. Hier drinnen ist keine Sonne. Ich hoffe, man kann nachvollziehen, was der Plan ist. Man braucht ohne wenig Körperkraft, weil das natürlich bei diesen Temperaturen und bei diesem Haushalt mit seinen Kalorien sparen muss, ist natürlich optimal. Man braucht nur sich einen Baum suchen. Also er sollte schon ein bisschen größer haben. Richtet die Löcher noch ein bisschen ab. Und so wie ich sehe, ist hier drüben gleich noch ein Baum. Kannst du gleich auch noch mal reinkriechen. Da hast du gleich die nächste Möglichkeit. Und schwuppdiwupp ist er wieder weg. Das ist quasi hier wie ein Zeltlager auf Eskimos. Ihr habt es gesehen, in der Not wäre das auf jeden Fall eine Option. Wichtig ist natürlich auch Kleidung, also mit einer Jeans und mit einem Pulli kannst du hier vergessen. Ich komme mal langsam wieder raus hier. Natürlich aufpassen, hier ist arg viel Schnee. Es ist natürlich herrlich, die Natur und so weiter, aber wie gesagt, ihr seht ja, so ein Baum, der kann echt Leben retten. Und in der Nacht sinken die Temperaturen noch mal um einiges und da sollte man schon geschützt sein. Mit meinen hitzenden Worten von der Sonne verabschiedet sich Survival Martin und geht eine Runde schwimmen im Schnee. Schnee! Kalt in Sibirien! Oh mein Lieb! Oh, Hilfe! Kannst du mal bitte kommen? Oh. Wer weiß? Ah! Ich bin da! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Das geht nicht! Ah! Ah, ich bin raus, es ist so kalt. Oh. Oh. Fucking fuck. Fuck.